Hallihallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ich bin's, eure Frognampf, Aka Verena. Und heute habe ich für euch einen kleinen Mini-Haul. Ich habe Paletten gekauft. Und zwar auf Douglas und. Oder bei Douglas. Und bei Cosmetic for Less. Douglas hat mir nämlich Werbung angezeigt für einen ziemlich großen Rabatt auf Urban Decay. Und weil ich dann so da im Palettenshop war, habe ich mir gedacht, schau doch mal bei Cosmetic for Less auch gerade irgendwas ist. Und dann habe ich mich dazu hinreißen lassen, da auch noch ein paar zu kaufen. Denn ihr wisst ja, eigentlich benutze ich die Paletten, wenn, dann nur zum blaue Flecken schminken und eigentlich weniger für meine Augen, es sei denn, ich mache ein blaues Auge oder ein infiziertes. Und ja, wenn dann nicht gerade die Farben dabei sind, die ich brauche, dann ist es halt wegen dem Packaging. Und ja, ich habe hier mein kleines Sammelpaket, wo meine zwei Bestellungen drin sind. Eigentlich sind es drei. Ich erzähle euch dann später, warum es drei sind. Und was in diesem Video auch noch los ist, es gibt eine Verlosung. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ein kleiner Spoiler, ich verlose eine komplett unangetastete Brigitte-Box, weil ich zwei bekommen habe, weil mein eines Abo ausgelaufen ist, während ich das neue schon gestartet habe. Anyway, deswegen ist es noch komplett verpackt im originalen braunen Versandkarton. Die ist für euch. Was ihr tun müsst, um die zu gewinnen, erfahrt ihr zwischendurch. Deswegen bleibt dran. Dann starte ich auch gleich mal mit den drei Paletten, die ich geshoppt habe bei Douglas. Und zwar, ich habe euch gesagt, es war ein ziemlich starker Rabatt auf Urban Decay. Und deswegen habe ich mir da drei Paletten bestellt. Einmal habe ich hier die She-Hulk Palette. Und die habe ich mir ja, bestellt wegen Hulk. Und es sind eigentlich von den Farben her eher weniger meine. Denn ihr seht, bevor ich es raus tue, da hinten schon, es ist eigentlich nur dieses Ockergrün. Ansonsten relativ nudig. Es ist auch nicht Hulk drauf. Es ist zwar Hulkgrün, aber eher so ein schönes vermischtes Farbe, ja, ich mache sie mal auf, so. Innen drin ist aber cool, denn da ist so ein Wackelbild, wo man dann auch hier, jetzt seht ihr es, einen ziemlich starken She-Hulk sieht. Oder eine, muss man ja sagen. Und ja, das Grün, was mich interessiert hat, oh, es spiegelt ganz schön, ist leider schimmernd und ich brauche ja für mein SFX-Make-up nicht schimmernde Töne, denn es kommt schon merkwürdig, wenn eure Wunde, euer blauer Fleck, sonst irgendwas merkwürdigerweise glitzert. Aber ist halt in Kooperation mit Marvel Studios und ich mag ja Superhelden und ja, deswegen habe ich mir die mitgenommen und sie war reduziert auf 15,99 Euro, glaube ich, und ja, da habe ich mir gedacht, da nimmst du die mit. So. Was habe ich noch? Die hier habe ich gesehen. Diese süße kleine. Die Wild Greens. Auch wieder Grüntöne drin. Ich werde euch mal welche, ich werde sie euch swatchen, wenn ich sie benutzen könnte. Die habe ich mitgenommen, weil ich passend dazu die Wild Lash Mascara in einem Adventskalender drin hatte und dachte, ach naja, guck mal, dann hast du die zusammen. Und ja, ich habe noch nicht reingeschaut. Die war runtergesetzt auf 11,99 Euro. Komm heraus. Die ist nämlich ganz lustig, denn du machst die hier in der Mitte auf. Tada! Und lass uns doch mal gucken, die Farben. Ja. Ja, nicht ganz so. Also dieses Super Greens sieht hier schon sehr grün aus. Und hier ist, also es ist sehr, sehr hell in Wirklichkeit. Ich gehe trotzdem mal rein, aber ich weiß eigentlich, dass ich die Farbe nicht brauchen werde.
Und die Pridley auch nicht wirklich. Da, das ist. Der Prickly ist schimmernd, das ist eigentlich eine knuffige Farbe und der, naja. Sieht dann auf der Haut zwar noch mal ein bisschen dunkler aus. Was ist mit Kale hier? Das vielleicht. Oh ja, das ist eigentlich ein schöner Ton. Denn ich finde, das ist so ein bisschen, wenn blaue Flecke halt älter werden. Die werden ja erst blau, dann so lila und dann werden sie gelb-grünlich. Und ich finde, das ist eigentlich schon so ein guter Ton. Okay. Sehr schön, sie ist brauchbar. Nett. Das ist schon mal gut, aber ich glaube, von den anderen Tönen taugt mir da jetzt nichts mehr. Ich habe kein Gelb. Turmeric haben wir ja noch. Ja, das ist zu orange. Nee, aber das Grün gefällt mir in der Tat ziemlich gut. Schimmert auch kein bisschen. Okay, eine Überraschung. Und jetzt zeige ich euch, was ich am allertollsten finde. Die da. Voilà, falsch rum. Es ist die Eternals Palette mit Marvel zusammen. Ihr seht hier schon, es ist so, hier so in das Gold imprägniert. Das hier sind die Farben. Ich mache sie mal auf. Und die ist halt, also man sieht ja auf den Bildern im Shop schon, wie es ist, wenn man sie aufmacht. Schon allein so sieht das total schön aus und hat auch hier so, man sieht das gar nicht so gut, aber das ist so holo. Vielleicht hier sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Das schimmert so richtig toll. Und wenn man die aufmacht, hier, klappt da nämlich dieses, ja, hoppala, ich weiß gar nicht, wie man diese Aufbauten hier nennt, die sich so, ja, aufbauen, wenn man Sachen hochklappt. Gibt es ja auch bei Karten und so. Und ihr fragt euch, wo ist die Palette? Die ist da drunter. So sieht das dann aus. Das ist kein großes Euro-Zeichen. Ne? Das sind die Farben. Es ist wieder eine Palette, die ich nicht gebrauchen kann. Ich hatte erst gedacht, okay, von den Farben her konnte ich nicht so gut erkennen, ob das schimmerig war. Aber es ist leider eine Schimmerfarbe. Ich werde die mal swatchen. Und, relativ klebrig. So sieht die aus. Ich finde irgendwie heller, als ich es jetzt in dem Pfännchen irgendwie gedacht hätte. Was ist noch interessant? Mercyful. Hole ich mir auch noch mal. Das ist über dem, also halt über dem Blauen. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem hier aus der Halbpalette. Finde ich aber das aus der Halbpalette fast schöner, muss ich sagen. Aber ich habe ja gesagt, ich habe die eigentlich wegen dem Aussehen gekauft und nicht wegen der Farben. Und ja. Oh. Am liebsten hätte ich sie gar nicht geswatcht und angetastet. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich es mit euch dann schon aufmache, dann sollte doch zumindest ein bisschen was sehen, was die Palette kann und nicht nur, oh, guck mal, ich habe das da. So, und von Douglas kam ich dann auf Cosmetic for Less. Ja, und war ein bisschen doof. Oder ich war müde. Oder ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall auf der Seite geshoppt und dachte eigentlich, ich hätte einige Paletten in meinem Warenkorb. Unter anderem auch die Goodie Bag, wer sie kennt von Cosmetic for Less, kostet, ich glaube, 14,99 € und du hast in dieser Bag, ich hole mal eine raus, warum ich gerade sage eine, ich habe zwei, da ist immer eine Lidschattenpalette mit drin und immer Wimpern und ja, die habe ich halt mitbestellt, bin einfach auf PayPal zahlen, ich habe da nicht groß drauf geschaut, es war echt abends, ich war müde, ich lag da schon im Bett.
Und die Bestellung kommt und es ist nur eine Goodiebag und eine Palette. Und ich dachte mir, hä, ich habe doch mehr bestellt. Hab dann in meine E-Mail geguckt und gesehen, oh nö, du hattest einfach bloß vergessen, die anderen Sachen in den Warenkorb zu legen. Und ja, dann habe ich halt nochmal bestellt, weil ich wollte die anderen Sachen schon haben. Und habe mir dementsprechend dazu wieder eine bestellt. Ich mag die halt einfach. Ich kann nicht anders. Ich liebe die halt. Ja. Aber die werde ich in einem separaten Video aufmachen. Weil es sind ja dann doch zwei. Es sind ja auch mehrere Produkte drin. Und ja. Deswegen warten die auf euch. Oh, was haben wir denn hier noch? Oh ja, doch. Nein. Tschüss. Douglas schickt doch auch immer Pröbchen mit. Ich habe einmal hier von Clara das Double Serum Eye. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe wenig gemerkt, deswegen werde ich es weitergeben. Worüber ich mich aber gefreut habe, ist hier von Yves Saint Laurent das Black Opium. Das Is It Green, das finde ich, also finde ich recht gut. Da habe ich mich schon gefreut, dass ich die Miniatur habe. Die Miniatur ist eine Probe, die aber leider gerade einen Abgang gemacht hat und unter meinen Stuhl gefallen ist. Verena halt. So, dann zeige ich euch, welche Palette einzeln gekommen ist. Nimm eine ganz kleine. Hier von Root, die Mimosa. Die schiebst du so an der Seite heraus. Flup. Ah, ist praktisch genau nochmal denselben Aufdruck. Hier eben dieses Mimosa Cocktailglas. Da ist ein Spiegelchen drin. Deswegen halte ich mal die Abdeckung davor. Es sind drei Schimmerfarben. Und ich finde die eigentlich ganz knuffig. Und mag die einerseits wegen der Mimosa drauf. Andererseits habe ich mir aber überlegt, falls ich doch mal mich dazu entschließen sollte, mal was wirklich auf meine Augen zu tun, dann würde ich auf jeden Fall mit etwas Dezentem anfangen. Also keine krachigen Farben wie Blau, Grün, Lila. Und ja, dann wäre das doch eine süße kleine Palette irgendwie. Dachte mir, die nimmst du mit, die ist schön. Ja, die kann man allein mit einer Goodie Bag. Die Farben, ach, ich zeige sie euch einfach mal. Wir haben einen Ton, den sieht man fast gar nicht, merke ich gerade. Der in der Mitte ist relativ schön und der untere auch. Guckt mal, also den sieht man ganz, ganz wenig eigentlich, aber die zwei anderen finde ich ganz nett. Ja, mal gucken, was mit der wird. Ob ich die wirklich mal benutze, ob das dann auf dem Auge gut ausschauen würde oder ob ich sie einfach behalte, weil sie knuddelig ausschaut und da vorne der Cocktail drauf ist. Mal schauen. Dann eigentlich wollte ich mir die nie bestellen. Von Essence. Ich meine, die gibt es ja schon länger, ne? Die Savasti Bangkok. Und die hat ja nur Nude-Farben hier. Auch mit Spiegel. Was mich ja gar nicht interessiert, aber guckt euch mal das hier an. Genau hier, da war ich schon. Nämlich im Januar. Und es war sehr, sehr anstrengend, auf diese kleinen Minitürme raufzulaufen. Denn diese Treppen sind unfassbar steil. Und nicht gleich groß. Und es gibt kein Geländer. Ja. Also wie gesagt, da war ich schon. Das ist ganz putzig hier. Man fährt ja mit diesen Schnellbooten da auf dem Fluss und hat dann hier immer so kleine Anlegestellen, wo du dann rausgeworfen wirst. Spannend. Und ich habe die halt gesehen und ich weiß nicht, ob ich sie mir gekauft hätte, wenn er einfach nur Savasti Bangkok gestanden hätte und irgendein anderes Motiv war. Aber dadurch, dass der, oh, wie heißt denn der? Diese Tempel heißen alle ähnlich. Dadurch, dass der da halt drauf war, wo ich schon war, dachte ich mir, okay, ja, das ist irgendwie geil. Das ist zwar kein wirkliches Urlaubsandenken, aber
Ja, wisst ihr, was ich meine? Einfach diese Palette anschauen und du hast wieder deine Urlaubsvibes an diese grandiose Reise. Ja, doch, das musste sein. Und die Essenspaletten sind ja auch nicht teuer, ne? Also, weil das ist keine riesengroße Investition, sondern einfach nur irgendwie schön. Dann ist es keine wirkliche Palette hier von I Love Revolution. Von Aladdin hier Jasmin. Das ist. Oh nein, das ist zugeklebt. Schade, es ist ein Highlighter. Ich habe aber kein Messer da. Nein, und ich will es auch nicht aufreißen. Ich habe mir nämlich extra die anderen hingelegt, die ich schon habe. Das ist einmal hier der Highlighter von Beauty and the Beast und der von Sleeping Beauty. Ich kann ja mal Sleeping Beauty, nee, das ist gerade Beauty and the Beast rausholen, wie die aufgebaut sind. Oder ich hole ein Messer. Nein, nein, ich möchte es nicht zerreißen. Auf jeden Fall dachte ich, passt halt gut in die Sammlung. Ne? Ich habe die ausgestellt bei mir, die stehen draußen in meinem Bad herum und ja, sind halt wie so kleine Büchlein hier so. Macht man dann hier auf. Und du hast dann immer ein Symbol hier. Also hier ist es die Rose bei Sleeping Beauty, also Schneewittchen. Nicht Sleeping Beauty, Rapunzel. Schneewittchen schläft auch. So. Genau, und ich glaube, bei Aladdin ist es die Wunderlampe, kann das sein? Ich weiß es nicht auswendig. Auf jeden Fall wollte ich einfach meine Sammlung damit komplettieren. Es fehlt noch. Eins fehlt noch, glaube ich. Ich habe nicht alle. Da gibt es noch mehr. Aber ich habe eben hier Aladdin gesehen. Ich mag Jasmin. Aladdin ist jetzt nicht mein absoluter Favorite Disney-Film, aber ja, ich mag bei Jasmin halt das Aussehen. Ich mag ihren langen Zopf und sie sieht schon schön aus. Nee, ich finde sie hübsch. Auf jeden Fall. Ich war auch mit meinem Patenkind in der Realverfilmung von Aladdin, ne, mit Will Smith und so. Ja, das musste sein. Und was ich unbedingt haben wollte, waren die zwei hier. Das ist von Revolution. Die Mini-Lidschattenpaletten von Corpse Bride. Und Corpse Bride ist halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er ist von Tim Burton mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter. Zwar jetzt nicht als Schauspieler, aber als Stimmen. Danny Elfman macht die Musik. Es ist ja wunderschön. Also ich liebe Corpse Bride. Und habe schon die große Lidschattenpalette. Die habe ich vergessen rauszusuchen. Die wollte ich auch sein. Die ist wie so ein großer Schmetterling. Und habe dann gehadert, ob ich die kleine noch mit dazu nehmen soll. Hier haben wir Victor und Emily am Klavier. Das ist die blaue. Moment. Ja, sehr schön. Was nehmen wir denn zum Abdecken? Haha, die andere. Es sind eben Blautöne und die sind nicht pigmentiert. Das wäre schlimm, wenn die nicht pigmentiert wären. Die sind nicht glitzernd und das freut mich ungemein. Ich mache zwar jetzt den Totenkopf da kaputt, aber ich möchte es auf jeden Fall sofort swatchen. Einmal das ganz dunkelblaue, einmal hier Emily. Als lila Ton. Hopscotch. Als hellblau. Und damit wir auch ein bisschen Glitzer mit dabei haben, hier das Love Triangle. So, da habt ihr die Töne mal da. Mir gefällt dieses Love Triangle eigentlich ganz gut. Das lila weniger, aber das dunkelblau ist schön. Und ja. Toll. Das freut mich wirklich, wenn die Palette toll ausschaut und ich sie auch noch benutzen kann. Ja. Sehr schön. Das freut mich wirklich.
Yay! Und passend dazu die andere. Das ist die mit den rötlichen Tönen. Also die heißt, die hier heißt The Newlyweds, also die frisch Vermählten. Sind die zwei ja gewisserweise. Und die andere mit den lustig tanzenden Skeletten heißt Grave Misunderstanding. Es ist eins meiner absoluten Lieblingslieder, zu denen diese Skelette tanzen, nämlich Tod ist jeder einmal. Und da schauen die Töne, also da interessieren mich die Töne absolut nicht hier. Na, das sind judige, erdige Töne. Aber ja, es ist, wie gesagt, eins meiner absoluten Filmlieblingslieder. Und ja, da ist es eigentlich auch schon Muss. Ich swatch euch mal die Glitzertöne. Hier die zwei da. Mrs. Plum und Scissorhands. Die sind aber, die sieht man fast gar nicht, wie ihr seht. Schade. Und was ist mit den nicht glitzernden? Nehmen wir mal Orange. So ein richtig knalligen Orange. Und Maggot. Also Made. Den sieht man dann schon eher hier. Schön. Doch. Über die freue ich mich wirklich. Die kommen auch sofort zur großen. Und ja, ich... wäre nicht damit klargekommen, wenn ich die jetzt nicht mehr bestellt, also nachbestellt hätte. Das hätte mir wehgetan. Ich habe natürlich bei Cosmetic for Less, gibt es ja auch mal Pröbchen mit drin. Ich habe hier, nachdem ich zweimal bestellt habe, hier zweimal dieses Haaröl von L'Oreal mit drin. Ich habe zweimal von Eveline die Gold Lift Expert 50 Plus. Ich glaube, das ist 50 plus Jahre. Oh, das ist der Lichtschutzfaktor. Nee, ich glaube, das ist eher für ältere Leute. Und dann noch, nicht darunter fallen. Von Jaya habe ich hier einmal die Goat's Milk Day Cream. Von Jaya Wellness ein Anti-Wrinkle-Serum für Face and Neck. Und darauf freue ich mich eigentlich schon auszuprobieren. Vegan Manuka Tree Purifying Normalizing Day Cream. Auch von Jaya. Ja, so liebe Leute. Das waren meine Paletten. Ich habe euch die Verlosung angekündigt. Und was müsst ihr machen, um bei der Verlosung mit dabei zu sein? Natürlich, ihr müsst Abonnent von unserem Kanal sein, dem Video ein Däumchen nach oben geben. Und wenn wir schon bei Abonnenten vom Kanal sind, ist es so, ich habe einige liebe Abonnenten, die mir aber nicht als öffentlicher Abonnent angezeigt werden. Schaut mir bitte in euren Einstellungen nach, dass ihr öffentlicher Abonnent auch drin habt, dass man das sehen kann, weil sonst kann ich nicht nachvollziehen, ob ihr auch wirklich Abonnent seid, obwohl ihr uns vielleicht schon abonniert. Und Hashtag Verlosung und, jetzt kommt es noch ein Und, ich habe mir nämlich überlegt, vielleicht interessiert es euch mal generell meine ganze Palettensammlung mal zu sehen. Ich kann da natürlich nicht mit großen YouTubern mithalten, die, wenn sie mal einen Declutter machen, 30 Paletten aussortieren. Ich glaube, so viel habe ich im Kompletten. Deswegen sind meine Sammelvideo dann auch nicht 2 oder 2,5 Stunden lang, sondern etwas kürzer. Aber Gewinnbedingungen, also Verlosungsteilnahmebedingungen, Hashtag Verlosung. Und mir schreiben, ob ihr interessiert seid. Wenn ihr schreibt, ich würde gerne an einer Verlosung teilnehmen, aber mich interessiert nicht, deine Paletten zu sehen, dann ist das vollkommen okay. Ihr nehmt dann schon teil. Aber es ist halt wichtig, dass ich weiß, wenn es euch interessiert, dass ich euch das natürlich gern zeige. Andererseits auch wieder, wenn ihr sagt, es interessiert uns nicht und ich bringe das Video raus und keiner will sehen, dann ist ja auch doof. Ne? Deswegen, hier habt ihr es, wie ihr teilnehmt. Falls ihr teilnehmt, wünsche ich euch viel Glück. Diejenigen, die nicht teilnehmen wollen,
Würde ich aber trotzdem bitten, uns ein Abo dazu lassen. Würde uns sehr unterstützen, weil mein Mann, der Batze, dem gehört der Kanal ja auch mit. Und ihr habt ja meine Goodie-Bags hier gesehen. Die packe ich in einem separaten Video aus, denn ich denke, sonst wird das Video zu lang. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Macht's gut. Ciao.